Mein Name ist Franz Güter, ich bin Nationalrat aus dem Kanton Luzern, bin seit über 25 Jahren Unternehmer, IT-Unternehmer und habe vor 5 Jahren auch eine Stiftung gegründet, die Schweizerische Stiftung für Arbeit und Weiterbildung, die sich vor allem um Leute über 50 kümmert, die keinen Job mehr finden, die wir unterstützen bei der Wiedereingliederung. Ich unterstütze Begrenzungsinitiativen, weil ich überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass wir die Zuwanderung in die Schweiz wieder eigenständig steuern und regeln können. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Leute kennengelernt, über 50, die verzweifelt eine Stelle suchen, die ausgesteuert sind, die existenzielle Nöte haben, weil sie selber haben müssen erfahren, was es bedeutet, wenn man ersetzt wird durch Arbeitskräfte, die im Ausland rekrutiert worden sind. Und ich sehe auch von den Zuwanderungsstatistiken her, was für Leute das in die Schweiz hinkommen. Und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist für ein Land, dass man die Zuwanderung eigenständig steuern kann. Es gibt auch internationale Ökonomen, Nobelpreisträger, den Milton Friedman, der sagt, man kann eigentlich alles freigeben. Freien Handel, man kann alles frei und liberal machen, aber den Personenzuwanderung, das ist etwas, das ein Land muss eigenständig steuern und regeln muss. Und ich bin auch überzeugt, gerade in meinem Fall, wo in der IT-Industrie tätig ist, dass wir weiter Leute brauchen aus dem Ausland. Wir wollen das Land nicht abschotten, aber wir wollen bestimmen, wer wir ins Land einlassen und wer nicht. Und von dem her bin ich überzeugt, dass es auch für die Schweiz, für unser Land, ein grosser Vorteil ist, wenn wir Ja sagen zur Begrenzungsinitiative. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.